Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Heute muss schnell heute machen wir einen Hotdog. Hotdog, aber ich sage jetzt einmal Küchenhexen-Style, nicht so ganz original, aber total super gut und trotzdem schnell. Und wie ich meinen mache, das zeige ich jetzt. Die Zutaten habe ich mir natürlich schon vorbereitet. Ich brauche dazu ein Baguette. Da habe ich diese kleinen Baguette, die sind total super für das. Dann braucht man Schweinswürstel. Da gibt es bei uns diese weltberühmten St. Johanna Würstel. Das sind einfach ein Traum. Und natürlich braucht man einen St. Johanna Senf dazu, den Hüttensenf. Und Zwiebeln, Apfel, Creme Fraiche. Und ich dazu, wir starten gleich. Die Zwiebeln tue ich mir mal Ringerl schneiden mit meinem Faustbild. Da habe ich mir schon eine Pfanne mit ein bisschen Butterschmalz aufgestellt, weil mir werden die Zwiebeln ganz leicht andünsten. Sonst ist das Ganze leichter verträglich als die rohen Zwiebeln. So. Das hätten wir mal. Das schneide ich einfach nur bei der Mitte durch. So. Das genügt schon. Und die geben wir jetzt da gleich in die Pfanne, eben zu dem Butterschmalz. Natürlich ein bisschen Öl oder Butter funktioniert genauso. So. Das Ganze lassen wir jetzt einfach mal kurz anrösten oder halt andünsten, besser gesagt. Die sollten nicht braun werden. Und dass wir dann einen ganz leichten Crunch drinnen haben in unserem Hotdog, schneide ich mir noch ein bisschen so Lauchzwiebel auf. Das ist aber ganz gut. Und ein besonderer Gag von mir ist ein Apfel. Ein Apfel, den tue ich mir so Stiftball schneiden wieder und der kommt auch noch in diese Zwiebelsauce rein. Und wenn das dann so leicht angedünstet ist, wie man dort sieht, dann schiebe ich mir das auf die Seite. Und die Platte nehme ich jetzt gleich für die nächste Pfanne her für unsere Würstel. So, und da gebe ich jetzt zuerst mal einen Senf dazu. Also da gebe ich meinen Senf dazu praktisch. So. Ein bisschen Creme Fraiche, dann wird das Ganze viel toller, cremiger, diese Soße, Zwiebelsauce. Das Ganze rühren wir mal gut durch. Und jetzt würzen wir das mal. So, und zwar mit Salz zuerst. Und das ist auch wieder, die Soße darf ruhig ein bisschen fester gewürzt sein, weil durch das Brot braucht man einfach ein bisschen eine würzige Geschichte in der Mitte. Gell? Also, Salz haben wir, Pfeffer, nehme ich gerne aus der Mühle. Dann natürlich Curry. Currypulver. Ein bisschen Chilipulver. Man kann da auch gerne ein bisschen also Suppengewürz reingeben oder Gemüsesuppenpulver oder so. Ich tue ein bisschen was von meinem Hex-Hex rein. So. Und die dazu, das rühren wir mal durch jetzt. Jetzt wird das schon ganz cremig da vom Creme Fraiche und vom Senf. Und bis wir dann fertig sind, ist das alles noch mehr so lauwarm und das ist dann hervorragend. Und da geben wir jetzt gleich die gestiftelten Äpfel dazu. Das ist total super, das passt sogar zusammen, das Curry und scharf und Zwiebel ist auch leicht süß und der Apfel, das
ist ganz eine dumme Sache. So. Gut, das stellen wir uns dabei auf die Seite. Und für unsere Sankt Johanner Würstel, die sind ja so lang, braucht man schon extra große Pfanne. Wer einen Griller in der Nähe stehen hat, ist natürlich super, wenn man es gerade auf den Grill schmeißt. Gell? Gib dir mal da eine. Also, diese Sankt Johanner Würstel wird es wahrscheinlich nicht überall geben, aber da nimmt man halt einfach irgendein so ein tolles Grillwürstel oder Rostbratwürstel. Ein Schweinswürstel halt auch richtig ein gut geschmackiges. Funktioniert ja auch mit jedem Würstel eigentlich. So. Die lassen wir jetzt rundherum einmal ganz schön anbraten. In der Zwischenzeit werden wir unsere Baguettes mal vorbereiten. Schauen wir jetzt hier einfach mal schön durch. So. Man kann es ganz durchschneiden. Man kann es natürlich auch so lassen, dass sie hinten noch zusammenhängen. Ganz egal. Abbrennen. Und hier schauen. Ich habe die Baguette jetzt gerade gekauft. Die sind ganz frisch und die sind ganz knackig noch. Wirklich toll. Wenn man alte Baguette daheim hat, von gestern oder sie sind eben nicht so knusprig gebacken, dann gibt man es halt einfach ein bisschen ins Rohr. Dann hat man nur mal diesen tollen Crunch vom Brot. So, unsere Würstchen sind jetzt richtig schön kross gebraten, wie man sieht. So sieht es richtig gut. Und jetzt werden wir uns das ein bisschen zusammenbauen. So. Ich muss das jetzt anders hinstellen. Da war ich jetzt ein bisschen umständlich am Weg. Da geben wir uns jetzt einmal auf den Boden vom Baguette mal ordentlich von dieser Zwiebelmasse drauf. Zwiebelsauce. Das ist so toll und so gut und so wunderbar cremig mit dem Creme Fraiche. Also das kann ich echt gut empfehlen, dass man das mal so macht. So. Dann ein bisschen Petersilie drauf auf das Ganze und ein paar Zwiebeln noch, also diese Lauchzwiebeln. Ich liebe diese. Das ist so herrlich, weil die sind dann immer so knackig. Das ist ganz toll. Und da geben wir jetzt unsere Würstchen drauf. Also ich gebe immer zwei eine bei so einem Baguette. So, gleich andrücken. Und dann geben wir einen Deckel drauf. Und wie es halt aber ist bei diesen Sachen, ob Burger oder Hotdog, es quillt halt irgendwie immer ein bisschen auf der Seite raus. Aber der, was das ist, den stört das eigentlich nicht. Jetzt brauche ich noch einmal mein Sägemesser. Dann schneiden wir den durch und dann schauen wir uns den um. So, wie der ausschaut. Alles herrlich knusprig. So schaut der jetzt aus. Oh, richtig zum Einbeißen, oder? Mhm. Kameramann hat schon Hunger. Super. Also, wenn euch meine Art von dem Hotdog jetzt gefallen hat, dann probiert es aus, macht es noch. Das ist wirklich eine schnelle Aktion. Voll gut. Viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mmh.